Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr seht, habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut und sogar extra eine Wasserholszene gedreht. Jetzt muss man mir einfach glauben, dass da irgendwo der Bach war. Man sieht ihn in der Einstellung nämlich, glaube ich, nicht. Und man kann mal wieder schön erkennen, was für ein fauler Sack ich doch bin, dass ich zu faul bin, die Kamera so aufzustellen, dass man sieht, dass da ein Bach ist. Der ist halt voll mit Laub, ne? Es liegt ja jetzt alles am Boden. Ne, da bin ich, selbst dafür bin ich zu faul. Aber immerhin habe ich eine wasserhohe Szene gedreht, weil ich weder Kosten noch Mühen gescheut habe für dieses unglaublich aufwendige Video, für das ich gerade meinen Rucksack ausräume. Ja, ich hatte ja schon einen kleinen Vergleich gemacht von Benzin und Gas. Ne? So, ich hatte schon mal vor langer Zeit einen Benzin- und Spiritus-Vergleich gemacht. Ich muss allerdings zugeben, dass ich da den Spiritus nicht ganz fair behandelt habe. Denn beides war ohne Windschutz und ohne Windschutz kannst du Spiritus halt völlig vergessen. Mit Windschutz, ja. Also, machen wir das jetzt halt eben nochmal separat für Spiritus. Wir haben sehr ähnliche Bedingungen wie beim Benzintest. Beim Benzin-Gas-Test. Nur ist es heute offiziell 1 Grad kälter. So, nämlich 2 Grad. Letztes Mal waren es 3 Grad. Okay, jetzt bin ich doch auf den Boden umgezogen. Boden ist nie verkehrt. Boden kann man nicht umfallen. Nach dem Kriterium sortiere ich auch immer meinen Krempel. Ne? Immer schön alles auf dem Boden liegen, dann kann es nicht runterfallen beim Sortieren. Tipp fürs Leben. So, folgendes. Wir haben wieder den kleinen Topf. Den haben wir auch fürs Gas benutzt, nicht fürs Benzin, weil das halt ein relativ großes Topfkreuz. Wir nehmen Allspirituskocher. Mal nicht ein Trangia, sondern die deutlich leichtere Alternative, weil das für zumindest für kürzere Touren definitiv eine Überlegung wert ist, aufgrund des wirklich geringen Eigengewichts. Dieses Teil ist ja wirklich nun winzig, wie man hier schon am Säckchen sieht. Und das ist der Torx Titan. Spiritusbrenner, der ist dafür, dass man ihn im Grunde auch aus einer Bierdose selber bauen kann, wenn man dann Bier trinkt, ich nicht, ich brauche eine Cola-Dose, ist der vergleichsweise teuer zugegeben, aber er leistet auch wirklich gute Arbeit, also der bringt schon richtig was. Haken, man kann ihn nicht so schön dosieren wie ein Trankia, also das müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und vielleicht, das kann ich noch nicht sagen, aber wahrscheinlich ist er nicht so langlebig wie ein Trangia. Nichts ist so langlebig wie ein Trangia, bin ich völlig von überzeugt. Außer vielleicht der Wald. Ja, das soll der Kocher der Wahl sein. Der kommt jetzt auf den Boden, ich zeige es euch gleich. Dann nehmen wir als Topfständer dieses Gittergedöns. Da stellt man dann um den Kocher drumherum. So simpel wie halt irgendwie geht quasi. Und den Topf habe ich euch schon gezeigt. Und was ich jetzt machen werde, ist 40 ml Spiritus verwenden. 40 ml Spiritus wiegen sowas um die 33 Gramm. Genau, müsste ich nachgucken, müsste ich nachrechnen. Und ich versuche mit diesen 40 ml dann hoffentlich entsprechend einen Liter zum Kochen zu bringen. Ich weiß, dass der Torx normalerweise durchschnittlich 20 ml in 10 Minuten verbrennt. Soll heißen, der sollte mit 40 ml, ich gebe die schon mal rein, während ich erzähle, sollte der eigentlich 20 Minuten brennen. Und die Frage ist jetzt, ob wir mit unseren 40 ml oder auch mit weniger von der Gesamtbrennzeit von 20 Minuten, das überprüfe ich natürlich, ich lasse alles verbrennen, und wenn eine andere Brennzeit rauskommt, dann wissen wir aber auch, dass Temperatur halt auch schon für die Brennzeit bei Spiritus eine Rolle spielt. Ne? Dann berechnen wir das alles hinterher. Ne? Dann das schreibe ich euch dann dahin. Und ich sage zu oft ne. Das ist mir schon häufiger aufgefallen, aber daran werde ich auch arbeiten. Irgendwann mal. So, und wir verwenden wieder den gleichen Windschutz, wie wir auch bei den anderen Kochern verwendet haben. Exakt den gleichen. Und ja, ich baue alles auf und dann geht's los. Ja, wie gesagt, wir legen los, wir zünden an, wir stellen Windschutz drum und dann kommt der Topf. So wie wir das quasi letztes Mal auch gemacht haben. Der Spiritus, achso, man kann die ja nicht auspusten. Der Spiritus ist jetzt noch von daheim auf einigermaßen brauchbarer Temperatur. Wenn der richtig abkühlt im Winter, dann muss man ihn erst vorglühen, um ihn vernünftig anzünden zu können.
Das ist so. Und okay, ich muss den Windschutz noch etwas enger machen. So. Ja, ich denke, so ist gut. Und so brennt das jetzt. Ja, während ich warte und mich langweile, folgende, nicht den Ben ranzoomen, wichtige Information. Ich habe das Ganze schon daheim ausprobiert gestern, im Keller wohlgemerkt, und habe da auch mal 40 Milliliter Spiritus verheizt mit dem Torx unter eben entsprechend Beaufsichtigung und habe das sogar zweimal gemacht. Spiritus kostet ja nichts, das ist das Schöne. Wenn ich das Ganze mit Gas und mit Benzin rum experimentiere, dann kostet das schon bestimmt 2 Euro. Mhm. ja, aber bei Spiritus wirklich wurscht. Das kostet nichts. Ne? Da kostet 2 Euro der Liter. So, jedenfalls, und da war das Ergebnis, dass ich auf 10 Minuten Kochzeit gekommen bin, also 10 Minuten Brennzeit, bis es gekocht hat. Ich hatte im Keller etwa, ich habe leider keinen Thermometer, aber schätzungsweise so 10, 11, 12 Grad, so irgendwas um den Dreh. Jetzt muss ich auch einen kleinen Akku wechseln, aber das kann ich noch schnell erzählen. Ja, und wie gesagt, 10 Minuten hat es gekocht. Und das bedeutet, dass wir 20 Milliliter Spiritus verbraucht haben. Und das sind 16,3 Gramm irgendwie, sowas um den Dreh. Das ist besser als mit unserem Benzintest Freiland. Ne? Also vom Spritverbrauch her, von Gewicht. Und das ist seltsam. Aber das erzähle ich, Temperatur ist halt der wesentliche Faktor, weil eigentlich hat Benzin einen deutlich höheren Brennwert. Ne? Aber das erzähle ich alles dann gleich nachher nochmal. Und jetzt machen wir hier nochmal einen Schnitt. Also etwas Erschreckendes ist passiert. Man sieht hier die Rauchwölkchen, die Dampfwölkchen. Ne, das kocht definitiv. Also wenn es den Deckel hier hochhebt, dann kocht der Inhalt definitiv. Und ich muss gestehen, ich habe den Topf vielleicht eine Winzigkeit zu voll gemacht. Also das ist vielleicht 1,50 Liter. Der ist vielleicht wirklich ein ganz kleines bisschen zu voll. So, und gut, dass es kocht, das ist jetzt gar nicht so überraschend. Ne? Wann es kocht, das ist überraschend. Wir befinden uns nämlich bei ziemlich genau 14 Minuten und ein paar zerquetschte. Also wir sagen jetzt einfach mal 14 Minuten, weil ich vielleicht auch nicht beim exakten Kochzeitpunkt Stopp gedrückt habe auf meiner Uhr. So, 14 Minuten bedeutet, wir haben jetzt 70% von unseren, also theoretisch müssten wir 70% von unseren 40 Millilitern verbraucht haben. Das wären dann 28 Milliliter. Und was das in Gramm ist, rechne ich nachher noch aus. Jetzt ist die nächste Frage, wie lange brennt denn der jetzt noch? Oh, und da sehe ich, der brennt nicht mehr lange, der ist fast leer. Also der ist so gut wie aus. Das heißt, er brennt bei Kälte kürzer. Das spielt dann natürlich dann nochmal eine gewisse Rolle, weil dann haben wir nämlich einen ganz anderen Brennstoffverbrauch, wenn der jetzt ein paar Minuten früher fertig ist, als er das unter Optimalbedingungen ist. Machen wir den mal kurz weg. Ja, müsste jeden Moment aus sein. Und dann haben wir die Gesamtbrennzeit. Also bei niedrigen Temperaturen ist sie kürzer. Das heißt, der Verbrauch, damit das Ding überhaupt brennt, ist höher. Wobei, viel sollte das nicht ausgemacht haben. Okay, jetzt ist er quasi aus. So viel kann ich schon mal sagen. Wenn wir jetzt 70%, das waren dann letztes Mal 16 Gramm und ein paar zerquetschte. Und jetzt kommen noch mal fast die Hälfte dazu. Ja, dann sind wir so bei vielleicht 23, so über den Daumen gepeilt, etwa 23 Gramm Brennstoffverbrauch. Wenn das Ding jetzt 20 Minuten gebrannt hätte, was es nicht hat, dann müssen wir es also noch mal ein bisschen erhöhen und dann kommen wir vielleicht auf 25 Gramm Brennstoffverbrauch. So Pi mal Daumen. Und wir stellen fest, dadurch, dass ich ja noch den Vergleichstest von Indoor habe, dass die Außentemperatur offensichtlich wirklich eine große Rolle spielt auf eben die Heizkapazitäten von unserem Spiritus.
So. Also ich meine, ich bin nicht gut in Mathe, aber sonst weist mich bitte gerne auf meinen Fehler entsprechend hin, wenn ich da jetzt irgendwie einen Denkfehler drin habe. Also Spiritus hat nur in Anführungszeichen 61 und ein paar zerquetschte Prozent von der Energie, die im Benzin drin steckt. Ja? Weil wenn es die Hälfte hätte, hätte es 22 Kilojoule pro Gramm, hat es aber nicht, es hat 27 und damit hat es dann so, ja, kommt gut hin, ungefähr 61%, ne? Und ein paar zerquetschte eben Nachkommastellen. Und das bedeutet, bei 60% von der Leistung von Benzin hätten wir im Grunde 40% schneller hätte sein müssen, beziehungsweise effizienter, also Gramm für kochendes Wasser, als unser Spiritus. 40%. Ist aber nicht so. Sind nur circa 20-25%. Ne, sowas um den Dreh, sage ich jetzt mal grob vorsichtig. Bei mir sind es auch 26% oder sonst wie. Und das heißt, wir haben spiritustechnisch dann doch nochmal einen erheblich höheren Wirkungsgrad von so einem kleinen Spirituskocher als von so einem dröhnenden, power-raushauenden Benzinkocher. Ich meine, ich bin ja kein Physiker. Deswegen, das ist eher eine Frage. Also das soll bitte schön zur Diskussion anregen. Und vielleicht kann mir jemand, der ein Physiker ist oder da sich deutlich besser auskennt, muss ja nicht zwingend Physiker sein, sondern einfach in der Hinsicht einfach mehr damit zu tun haben, mit solchen Fragestellungen. Das heißt schon, dass Spiritus einen höheren Wirkungsgrad hat, oder? Könnte es sein, je mehr Power man raushaut, desto kleiner der Wirkungsgrad? Ich meine, man hat zwar mehr Power, aber der Wirkungsgrad wird dadurch ja nicht unbedingt besser. Je mehr Wärme da ist, desto mehr Abwärme. Kann das sein? Ich glaube, das würde sich mit meinem physikalischen Verständnis ganz gut decken. Gerade beim Beispiel Benzin, wo benutzt man denn noch Benzin? Beim Autofahren. Und wie man mal in der Fahrschule gelernt hat und wie sich auch beweist, wenn man dann mal mit verschiedenen Tempi, Plural von Tempos, nein, wenn man dann in unterschiedlichen Geschwindigkeiten über die Autobahn fährt und mal feststellt, wenn ich jetzt mit, ich sage jetzt mal 140, ich bin ein gemütlicher Mensch, schneller als 140 fahre ich im Regelfall sowieso nie, versuche irgendwo hinzukommen, dann brauche ich so und so viel Sprit. Wenn ich das gleiche mit 90 hinterm LKW hertuckernd mache, dann brauche ich so und so viel Sprit. Die Strecke ist dieselbe, also offensichtlich muss da ja irgendwo die Effizienz dann eine andere sein. Und tatsächlich brauche ich natürlich weniger Sprit, wenn ich mit 90 hinterm LKW hertuckel. Dann kommt natürlich noch der Windschatten vom LKW dazu und so weiter und so weiter und so weiter. Und es würde jetzt einfach Sinn machen, warum soll das, weil im Endeffekt ist das ja alles Arbeit, was durch die Verbrennung verrichtet wird, ob es nun Wasser heiß machen oder Autofahren ist. Warum sollte das da anders sein? Das gibt mir jetzt zu denken. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass jetzt Spiritus unter gleichen Bedingungen wie eben das gute Benzin völlig abkackt. hatte ich jetzt eigentlich erwartet. Okay, der Unterschied ist natürlich gravierend bei der Kochzeit. Ja? Also wenn man jetzt sagt, es kommt eher auf die Zeit an, ich hab's eilig, ich will mal schnell eine heiße Tasse Wasser haben, dann sind wir beim Benzin am schnellsten, weil das Ding halt Leistung raus, also bei den Systemen, die ich teste, es mag dann Unterschiede geben, je nachdem welchen Kocher und so weiter und so fort man verwendet. Aber jetzt rein mal vom Systematischen her und rein von den technischen Daten her würde das schon Sinn machen, weil Gaskocher im Regelfall halt nicht so viel Watt haben wie Benzinkocher und Spirituskocher halt nochmal deutlich weniger Watt. Aber das macht dann Spiritus wirklich nochmal interessanter, als er ohnehin schon ist, und ich nütze den ja gerne, und für die allermeisten Touren Spiritus nach wie vor mein Brennstoff, mein Lieblingsbrennstoff. Allein schon, weil er so billig ist und stinkt nicht und macht überhaupt keinen Krach, also fast überhaupt keinen Krach, so ganz leichte Flammengeräusche hin und wieder mal. Aber das würde ihn ja noch mal effizienter machen, wenn er sogar einen besseren Wirkungsgrad hat als die krassen Sachen, ne? Heieieiei. Gut, im Vergleich zu Gas ist die Menge an Spiritus, die man schleppen muss. Was haben wir jetzt berechnet? 25 Gramm. Gas waren wir bei pessimistisch gerechnet 13 Gramm. Das ist ungefähr das Doppelte. Ne? So. Und jetzt machen wir mal spaßeshalber noch eine neue Rechnung auf und überlegen mal kurz. Gas versus Spiritus. Ist die Tour kurz genug,
dann lohnt sich auf jeden Fall Spiritus. Weil bei Gas müssen wir mindestens eine 100-Gramm-Kartusche mitnehmen und eine 100-Gramm-Kartusche wiegt Leergewicht 90 Gramm. So, und diese 90 Gramm haben wir dann quasi zusätzlich zu unserem etwa gleich schweren Mini-Gasbrenner im Vergleich zu unserem diesem Setup hier. Ne? Ungefähr gleich schwer. Ungefähr, vielleicht ein Ticken schwerer das hier, je nachdem, was man als Topfhalter verwendet. Ne? Windschutz haben wir bei beidem den gleichen, das ist egal. Und dann sind 90 Gramm Gaskartusche eben einfach entscheidend. Und da kann man sich jetzt ausrechnen, wie viele Tage man denn unterwegs sein muss, bis die doppelte Menge an Brennstoff, also das doppelte Gewicht vom Brennstoff, die 90 Gramm, die man an der Gaskartusche mitschleppt, übertreffen. Ne? Und wenn man länger unterwegs ist, beziehungsweise sobald man was anderes als eine 100 Gramm Gaskartusche braucht und die schwerere Gaskartusche, die glaube ich 140, 160 Gramm wiegt, irgendwie sowas, weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr auswendig, müsste ich nachgucken, dann sieht die Sache wieder anders aus. Und das könnte man sich jetzt alles entsprechend ausrechnen. Und das werde ich auch machen, das schreibe ich euch unten hin, aber das mache ich jetzt nicht hier im Wald. Und wir stellen also fest, die ultraleichteste, wenn es jetzt wirklich nur ums Gewicht geht und Zeit ist uns egal, Kochmethode, für kurze Touren ist Spiritus. Spiritus hat also im großen Kochervergleich, also von meiner Person, durchaus in einer Disziplin die Nase vorn, nämlich Wochenende. Ne? Gilt natürlich nicht mehr, so leid es mir tut, also rein von der Gewichtberechnung her, wenn wir einen Trangia als Spirituskocher nehmen. Ich bin mir sicher, dass ein Trangia, das muss ich auch mal unbedingt noch ausrechnen, das werde ich tun, sobald ich das nächste Mal wieder an den Trangia Sturmkocher rankomme, an das ganze Set. Ist ja bei Chefin, beziehungsweise gehört Chefin, streng genommen. noch sind wir ja nicht verheiratet. jedenalls, da haben wir halt dann das Problem, dass das System an sich so schwer ist, selbst wenn dann die Effizienz von unserer Spiritusnutzung nochmal um 20% besser ist oder von mir aus auch um 30% besser und wir dann nur noch tatsächlich so viel Spiritus brauchen, wie man fast Benzin bräuchte in diesem Fall. Das muss ich unbedingt noch ausprobieren, weil dann kannst du wirklich einen Trangia mitnehmen. Weil ein Trangia ist in allem angenehmer und schöner als ein Benzinkocher, ruht nicht so viel, macht keinen Lärm, einfacher in der Handhabung, schneller aufgebaut, lustiger und wiegt nur geringfügig mehr als das Benzin-Setup, also das Grund-Setup. Wiegt fast gar nicht mehr, wenn man nämlich den Topf noch mitrechnet, dann wiegt er eigentlich wirklich nicht mehr. Und dann sollte ich ernsthaft wirklich drüber nachdenken, ob man nicht einen Trangia nimmt oder sich halt dann wirklich noch den verfluchten Gaseinsatz zum Trangia kauft, weil damit wird der Trangia aufgrund seines enorm hohen Wirkungsgrads bei richtig, richtig langen Touren irgendwann unendlich effizient. Ich mag ja meinen verfluchten Benziner. Ich mag ihn wirklich. Und es fällt mir schwer anzuerkennen. Ich mag aber auch den Trangia. Ne, den mag ich auch. Aber der ist halt so schwer vom Grundgewicht. Aber bei richtig langen Touren... Also ihr seht, ich hocke da so ein bisschen in der Zwickmühle. Also wenn ihr wirklich das auch mal bei euch daheim ausprobiert, was für Effizienzen kriegt denn ihr hin mit euren Spiritusbrennern? Ne? Oder muss ja jetzt nicht unbedingt so ein Torx sein oder vielleicht auch beim Trangia. Das ist ja, sollte eigentlich einigermaßen vergleichbar sein. Der Trangia hat nämlich interessanterweise, das habe ich mal verglichen, einen ganz ähnlichen Flammkranzdurchmesser. Da passt insgesamt mehr rein, weil der bauchiger ist und so weiter und so fort. Aber was da an Flammen rauskommt, so rein von der Flammenmenge, sage ich jetzt mal vorsichtig, ist relativ ähnlich. Beim Trangia gehen die Flammen etwas weiter nach außen, weil hier sind sie ja nach innen gerichtet. Die zentrieren sich ja in der Mitte. Das habe ich euch in einem anderen Video gezeigt. Vielleicht macht das nochmal einen nennenswerten Unterschied. Ich weiß es nicht. Gefühlt ist der Torx schon ein bisschen schneller. Aber ich nutze meinen Trangia-Brenner, den ich privat habe, den ich selber besitze, nutze ich ja auch meistens ohne eben den Sturmkocher. Mit Sturmkocher ist das abnormal, wie schnell da das Wasser kocht. Also oder Ravioli oder was man halt eben entsprechend drin zubereitet. Und Heidenei, also wenn man das wirklich so Praxisvergleich macht, dann muss man natürlich sagen, Spiritus darf nicht unendlich kalt werden. Irgendwann wird es halt wirklich problematisch. Weil wir ja jetzt schon gesehen haben, wir haben jetzt im Vergleich zu im Keller
nicht so schön, ne? Und auch die Kochzeit hat sich halt nochmal deutlich verlängert, weil es kälter ist. Und wenn es dann noch kälter wird und die Kochzeit dann nochmal beschissener wird und wir dann viel, viel, viel kälter haben, dann kommen wir mit unserer Spirituskalkulation gegebenenfalls nicht mehr hin. Deswegen tendiere ich, also Trangia werde ich nicht mitnehmen, einfach aufgrund des Wärmefaktors. Weil wenn wir dann auch mal minus irgendwas haben und so weiter und so fort, bei Minusgraden sackt dann die Effizienz vom Spiritus halt nochmal ab. Und wenn wir insgesamt mit, weiß ich nicht, 20% Sicherheitsreserve kalkulieren und haben viele Tage, an denen wir aber 25% mehr Brennstoff brauchen, dann ist die Sicherheitsreserve nämlich schnell mal aufgebraucht und dann wird das Ganze etwas ungemütlich. Und das ist so, also wahrscheinlich werde ich das trotzdem nicht machen. Aber Spiritus kommt wirklich erstaunlich gut bei weg bei diesen ganzen Kalkulationssachen, ne? Gerade und bei kürzerer Tour, wo man genau weiß, welches Wetter einen erwartet. Für 4 Tage gibt es ja noch einen Wetterbericht, einen zuverlässigen. Für Grönland gibt es ohnehin keinen zuverlässigen Wetterbericht. So einigermaßen, aber wir haben ja kein Internet unterwegs. Wir können den Wetterbericht angucken, wenn wir ablaufen. Und wir können wenn wir ankommen, können wir den Wetterbericht auch angucken. Das ist schön. Dann wissen wir, was wir verpassen, weil wir jetzt wieder heimfliegen. Aber ne? Also es gibt null Handyempfang, überhaupt gar keinen unterwegs. Dann hast du entweder ein Satellitentelefon oder bist halt 14 Tage völlig offline. Sowas von offline, offliner geht nicht. Herrlich. Ja, ich fange schon wieder an, völlig ohne Punkt und Komma Zeug zu erzählen. Das muss nicht sein. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mittesten, wenn ihr irgendwelche eure eigenen Erfahrungen da nochmal mitteilen wollt. Aber im Grunde deckt sich das auch mit vielen Kommentaren von Leuten, die sich eben mit der Thematik auch noch auseinandergesetzt hatten. Ich hatte ja vorher eben gefragt, da decken sich jetzt meine unabhängigen, von den Kommentaren unabhängigen Erkenntnisse bei meinen Versuchen. Das deckt sich mit vielem, was ihr so gesagt habt. Nicht mit allem, aber mit vielem, was ihr so gesagt habt, deckt sich es ganz gut. Auch eben die Tatsache, dass ein Trangia mit Gaseinsatz aufgrund des enorm hohen Wirkungsgrads von dem ganzen System irgendwann saumäßig effizient ist. Und man hätte mit dem Trangia halt dann auch noch die Möglichkeit, wirklich schön zu kochen. Erfahrungsgemäß, was Evelyn auf dem Trangia kochen kann, das ist großartig. Oh. Weil zwischendurch haben wir ja dann schon auch mal die Möglichkeit. Also wir haben ja noch ein paar Puffertage. Ne? Wir sind insgesamt fast 3 Wochen im Land und haben ein paar Puffertage, bevor es losgeht. Und haben ein paar Puffertage, wenn wir wieder ankommen, beziehungsweise je nachdem, wie lange wir unterwegs sind. Und so viele Puffertage sind es auch nicht, aber wir werden schon 3-4 Mal richtig kochen können. Und wenn wir dann nur den Benziner haben, dann ist richtig kochen ein bisschen schwierig, weil mein Benziner, der kann auf großen, schweren Töpfen. Da ist er wunderbar, da kannst du auch vernünftig kochen. Hast du aber nur so einen ganz kleinen, super leicht Topf, dann ist die Leistung einfach zu hoch, um da drin was anderes zu machen als Wasser heiß. Das macht es auch wieder schwierig. Ich wollte ja aufhören. Machen wir Schluss, aus, fertig, Ende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.